Machen wir weiter. Ich habe aufgegessen. Machen wir weiter mit Medium. Ich glaube, dass es jetzt auf jeden Fall schon ordentlich schwieriger wird. Wir kennen den Anfang. Ich habe das Gefühl, am Anfang kommt Marokko. Start in Nordafrika. Wir machen mal normale Geschwindigkeit. Wir wollen nicht übertreiben. Medium ist ja wohl noch etwas, wo ich mir normale Geschwindigkeit erlauben kann, oder? Da haben wir Kasachstan. Eine der schönsten Flaggen auf der Welt, finde ich. Finde ich einfach sehr schön mit dem Vogel und dem Sonnenmotiv. Mein allererster bester Freund kam aus Kasachstan. Estland. Auch eine schöne Flagge. Bosnien-Herzegowina. Serbien. Achtet mal darauf, auf wie vielen Flaggen wir Vögel finden. Wenn Tiere auf Flaggen, meistens Vögel. Die Philippinen. Eine Flagge, die man nicht so oft gesehen hat. Also ist für mich eine Flagge, mit der ich nicht so vertraut bin. Also die habe ich noch nicht so oft gesehen, wobei man die Philippinen oft hört. Monaco. Müsste das sein. Ganz, ganz schwierige Geschichte immer. Aber das ist Monaco. Da haben wir Kuba. Ich verstehe das immer nicht mit Polen, ne? Dass Leute bei Monaco Polen sehen. Das ist die Elfenbeinküste. Ja, da wird jetzt Ivory Coast stehen. Das ist, by the way, Englisch. Slowenien. Wer Slowenien und Slowakei nicht auseinanderhalten kann, merkt euch, Slowenien weiß, Slowakei rot. Dabei geht es um das Emblem. Kambodscha. Ja, Belarus. Nicht zu verwechseln mit Madagaskar. Ägypten. Honduras. Honduras, Nicaragua, El Salvador, ganz, ganz schwierige Geschichten, aber Honduras ist da noch am einfachsten zu erkennen. Das ist die Dominikanische Republik. Ist bei mir Just Chatting so komisch zu sehen. Ungarn. Ja, Dominikanische Republik und Panama verwechseln viele. Das ist Barbados. Finde ich eigentlich auch eine schöne Flagge. Also ich finde die Blau-Gelb-Kombination generell sehr schön. Das ist Luxemburg. Wichtig, Luxemburg. Und mit Niederlande immer zu unterscheiden. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann da keinen Unterschied erkennen. Ja, obvious. Das Blau ist doch heller. Also ist doch viel deutlicher. Das ist ein hellblaues. Tunesien. Iran. Ich glaube, ihr zählt gar nicht mehr mit, oder? San Marino. Halbe Comic. Ja, ihr zählt doch mit. Okay, gut. Katar. Nicht zu verwechseln mit Bahrain, aber Katar ist mehr so für mich ein Weinrot. Vielleicht sehen wir Bahrain noch in dem Video. Die Ukraine. Malaysia. Bhutan. Schöne Flagge. Also für dich. Nigeria. Ja, das könnte jetzt Rumänien oder Tschad sein. Ich sage mal, das sollte wahrscheinlich Rumänien oder Tschad. Aber ich, ja, ist Rumänien. Das ist Nordmazedonien. Wichtig, dass das Nordmazedonien ist und nicht Mazedonien. Venezuela, Hauptstadt Caracas.
Sri Lanka. Auch eine sehr besondere Flagge. Ich achte gerade sehr drauf, was wir für Tiere noch sehen können. Weil es gibt echt viele Vögel. Aber wenn es mal kein Vogel ist, fällt es auf, finde ich. Chile. Lettland. Gibt es auch viele Leute, die es mit Österreich verwechseln. Aber der weiße Streifen ist halt wesentlich dünner. Tschechien. Bulgarien. Ja, Leute, wir machen jetzt hier was ne, für die Zukunft, für die Nachwelt. Kamerun. Mal gucken, wie es mit schwer wird. Ja, mit schwer werde ich bestimmt ein bisschen zu kämpfen haben. Na? Hatten wir schon vorhin drüber geredet. Das ist jetzt nicht Panama. Also sieht schon nochmal anders aus, finde ich, aber... Singapur. So, das ist jetzt die Slowakei. Thailand. Algerien. Das 9. oder 10. größte Land, flächentechnisch, auf der Welt. Liegt in Nordafrika. Ich sag das halt jedes Mal. Naja, Indonesien jetzt. Andi, danke dir für den Vierer. Für den Vierer. Vielen, vielen Dank. Ja, kann ich mal angucken. Kosovo. Trinidad and Tobago. Ja, kleiner Inselstaat in der Karibik. Malta. Papua Neuguinea. Mit dem Paradiesvogel oben rechts. Das will ich aussprechen können. Portugal. Kolumbien. Hauptstadt Bogota. Freunde, ich glaube, wir haben gleich die 50. Komm, nochmal was zum Abschluss. Oh, Swasiland. Eines der wenigen Länder der Welt, die von einem komplett anderen Land umkreist sind. Nämlich von Südafrika. Oh, ich muss sagen, mit denen habe ich immer wieder zu kämpfen. Ich würde aber jetzt sagen, Syrien oder Irak, ich würde eher zu Syrien tendieren. Das ist echt sehr... Ach, ist das unbefriedigend zum Ende. Ja, dann ist das jetzt Syrien. Ach man, die zwei kann man auch schon mal verwechseln. Ach, ist das low, Mann! Mann!